Hallo meine Lieben, ich grüße euch herzlich zu einem neuen Video. Momentan sehen wir uns etwas seltener. Kurze Erklärung dazu, ich werde umziehen. Ja, nach 2 Jahren ziehe ich wieder um. Irgendwie. Es gibt mehrere Gründe, die euch eigentlich nichts angehen, aber was soll's. Ich dachte, ich sag euch mal Bescheid. Sollte es euch wundern, warum in nächster Zeit wieder weniger Videos kommen, geh weg von dieser Tüte, Katze. Ich schwör's dir, I kill you. Du regst mich heute. Heute regt mich irgendwie alles auf. Ja, also ich ziehe um. Es ist etwas stressig momentan, beruflich gesehen, sowohl privat und normalerweise könnte mein Tag momentan 48 Stunden haben, damit ich überhaupt das schaffe, was ich eigentlich haben möchte. Und ja, es sieht im Hintergrund etwas leer aus. Das liegt daran, dass ich schon, falls ihr euch erinnern könnt, hier stand mein Schrank, der ist jetzt weg. Er bleibt auch weg. Zum 1.4. werde ich umziehen in eine neue Wohnung. Deswegen kann es gut sein, dass bis dahin halt weniger Videos kommen. Ich versuche natürlich extrem viel vorzuarbeiten, das alles hochzuladen damit und auf geplant zu setzen, damit sich von alleine freischaltet. Ob mir das gelingt, ich habe keine Ahnung, wie das dann mit dem Internetanschluss drüben sein wird. Da gibt es nämlich kein Kabel-BW. Die in Baden-Württemberg, die wissen, was es ist. Die es nicht wissen, sowas ähnliches wie Kabel Deutschland und eigentlich ein sehr zuverlässiges Internet. Und das gibt es dort nicht und das ärgert mich jetzt schon. Deshalb müssen wir sehen, wie es in der nächsten Zeit läuft. Heute begrüße ich euch mit einem nicht Esso-Haul, sondern einem Aufgebrauch-Video. Ich weiß, ihr mögt das sehr gerne. Ich habe wieder fleißig gesammelt. Gucken wir einfach mal, was wir rausfischen können. Ich habe leer gemacht. Das ist ganz gut, euch zu zeigen. Meine absolutes Lieblings-Haarspray momentan. Hier handelt es sich um das Got2be Sprühkleber. Haarspray, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Das hier war die ganze Zeit im Sortiment mit einem grauen Deckel. Jetzt gibt es das mit einem schwarzen. Da denke ich mir natürlich immer, dass die Inhaltsstoffe so ein bisschen verändert worden sind. Um ehrlich zu sein, ich habe mich nicht mit diesen Inhaltsstoffen hier an sich beschäftigt. Das hätte man im Vorfeld mal tun können, klar. es sieht momentan nicht danach aus. Sehr gleich. Wahrscheinlich ist das Design nur verändert worden. Von der Haltbarkeit, muss ich sagen, merke ich nicht wirklich einen Unterschied. Also von daher hoffe ich, dass es auch nicht so ist. Kriegt ihr im DM zum Beispiel für Schieß mich tot 3,75 €. Ich finde es da gut. Hier sind 300 ml drin. Euer Haar ist danach stocksteif. Und wenn ich sage stocksteif, dann denkt ihr jetzt nicht an was Perverses, ja, sondern an euer Haar, was auch nicht mehr sich bewegt danach. Ja. Wer darauf steht, den kann ich empfehlen. Wer das nicht mag, für den ist es nichts. Als nächstes aus der Zaubertüte hole ich heraus, was auch gleichzeitig ein Flop ist und ich so froh bin, dass es alle ist. Es geht um die Blendermate Compli Plus Bla. Es ist eine Zahncreme und ich empfehle sie euch nicht. Ich habe danach wirklich das Gefühl, ich putze meine Zähne und habe immer noch Plaque drauf. Ja? Und ich schrubb wie ein Weltmeister. Das wissen viele. Ihr könnt das gar nicht wissen, weil ihr steht morgens nicht mit mir im Bad. Aber was soll's. Ich kann es nicht empfehlen, weil ich halt wirklich dieses frische Gefühl, ich finde, meiner Meinung nach hält es nicht lange an. Für das Geld gibt es bessere Zahncremes, meiner Meinung nach. Ich würde mir die auch nie wiederholen, nur wenn es sein muss und ich keine mehr habe in meinem Leben. Dann werde ich darauf umsteigen müssen. Aber ansonsten haltet die Finger davon weg, wenn ihr einen frischen Mund haben wollt, der richtig sich sauber und quietschig anfühlt, dann lasst das Produkt auf jeden Fall im Regal stehen. Das nächste Produkt, was für mich ein absoluter Flop war, und ich bin so froh, dass das alle ist, weil, boah, ich erzähle euch mal ganz kurz was aus meiner Jugend, ja. Früher, als Sandra noch so jung und knackig war, also nicht mehr das jetzige Und, ja, da war sie oft feiern. Ich war früher eine richtige, ja, jeden Wochenende, ne, hier, ich will kein Vorbild dafür sein, bin ich auch nicht, aber was soll's. Ich habe auf gut Deutsch, ich sag's wie es ist, gesoffen wie ein Loch, ja. Und das bedeutet wiederum, dass ich getränkemäßig gut dabei war und mein früheres Todgetränk, sag ich mal, also da weiß ich danach, war, konntest du mich quasi nach Hause schleppen, war Wodka Energy. So, seitdem kann ich das nie wieder trinken. Das geht gar nicht mehr bei mir, absolut nicht. So, und dann kam Balea Young irgendwann mal auf die Idee, dieses Duschgel hier zu produzieren. Es nennt sich Hüttenzauber. Ich weiß, dass das viele mögen. Ich bin so froh, dass es alle ist, weil dieser Geruch unter der Dusche, die ersten 2 Male ging es und dann, es riecht nach Gummibärchen, es riecht nach Energy. Es erinnert mich total an dieses ekelhafte Getränk, wovon ich wortwörtlich kotzen muss, ja. Und es, boah, ich bin so froh, dass es alles. Ich würde mir das nie wieder nachkaufen, weil A, ich habe keine Lust, wie ein alkoholisches Getränk zu riechen. B, es erinnert mich an eine Kotzphase, eine ganz schlimme Kotzphase. Das will ich nie wieder. Hört auf zu kotzen in eurem Leben, indem ihr nämlich nichts trinkt, ja?
weiß, dass ich kein Vorbild dafür bin, aber ich sage euch jetzt als älterer Mensch, dass das nicht in Ordnung ist und ihr solltet das sein lassen. Nächstes Produkt, was sich rein um die Mundhygiene mal wieder dreht und ich weiß auch nicht. Ja, mach ruhig alles kaputt. Es ist ja nicht gerade so, dass ich eingepackt habe, doofe Kuh. Ey! Doofe Nuss. Ich habe sie nicht abgeworfen. Ich habe es daneben geschmissen. Das nächste Produkt, was ich euch empfehlen kann, ich weiß eigentlich gar nicht, warum es hier drin ist. Es sieht noch gar nicht so wild benutzt aus. ist wieder eine Zahnbürste. Ich finde das voll scheiße irgendwie, dass niemand seine Zahnbürste zeigt. Putzt ihr euch nicht die Zähne oder was? Ey, jetzt mal ohne Witz. Die ist von Oral-B. Das ist eine, ja, für die Handtechnik. Oh Gott, ich muss rausschneiden. Diese Zahnbürste hat verschiedene hochstichige Borsten, die bei der manuellen Putzführung gut dafür geeignet sind, die Zahnzwischenräume und die Oberflächen eurer Zähne... Geht mir nicht auf den Sack, ey. Ideal zu reinigen. Ich erinnere euch, milde Reinigung schauen. Bitte warten Sie. Nein, das so geht's heute los, um Gottes Willen. Also das hier, wer dieses Frequenz nicht kennt, den verlinke ich mal ein Aufgebraucht-Video unten in der Infobox oder ich verlinke es euch mal hier hin, ist mir egal. Klickt da mal drauf. Da wollte ein Perversling mal, dass ich erotisch rede. Ich habe mein Bestes getan in diesem Video. Ich werde es nie wieder tun. Ich fand diese Zahnbürste wirklich sehr, sehr gut. Sie ist sanft zu den Zähnen. Ich würde euch immer eine mittlere Zahnbürste empfehlen, wenn ihr euch eine kauft, nie eine harte, weil das... Also nett, dass mir hart nicht abgehen können, ne? Das wird wieder hier so zu intim, das geht gar nicht. Aber hart ist nicht unbedingt gut zu eurem Zahnfleisch. So generell harte Sachen sind nicht so gut. Jemand steht da drauf, ja? Sandra, du hast jüngere Zuschauer. Rede nicht so. Aber jetzt mal ohne Witz, gell? Als ob ich euch was vormachen würde. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Welcher 10- bis 12-Jähriger hat sich da nicht schon irgend so ein Filmchen angeguckt? Sind wir mal ehrlich, ja? Also ihr könnt mir hier gar nichts vormachen. Ihr seid total abgestumpft, ja? Als ich noch 10 war, da habe ich mit meiner Barbie gespielt, ja? Und da war ich froh, wenn ich mit meinen Schulklassenkameraden da, wenn du mir die Wand ankratzt. I kill you, Katze. Ey, leck mich doch alle fett an die Afternoon. Was ist denn heute wieder los? Da war ich froh, spielen zu gehen, ja? Und heute hört man, hör auf, wenn ihr 12 Jahre alt seid, dass ihr schon halber schwanger seid und all sowas, macht das nicht. Geht mit euren Puppen spielen, ja? Und diese Zahnbürste, was soll's, ich finde sie gut, fertig, aus Ende. Es hat gar keinen Sinn, darüber zu berichten. Gemacht habe ich zuletzt von BB Young Care die 3-in-1 fliegenden Reinigungstücher. Ich würde sie mir... nicht noch einmal holen, da ich vermehrt festgestellt habe, dass wenn ich diese hier benutze, dass meine Augen davon sehr brennen. Ich möchte das nicht mehr, von daher würde ich es jetzt als ein Flop-Produkt bezeichnen. Ich weiß, dass viele das mögen. Ich weiß auch, dass immer sehr viele darauf aufmerksam machen, dass da Tierversuche gemacht werden. Natürlich versuche ich, Betonung liegt auf Versuchen, tierversuchsfreie Produkte zu benutzen, was nicht immer möglich ist. Zum einen, ich habe keine Ahnung, welche Marke hinter welchen Tierprodukten steckt. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie informiert. Sollte ich vielleicht mal tun, wäre gar nicht so schlecht, ja. Appell an mich selber. Ich weiß nicht, die einen mögen es, ich mag es jetzt nicht, weil ich keinen Bock habe auf Augenbrennen und von daher lasse ich es auf jeden Fall. Erneut leer gemacht habe ich das Baby Dream Shampoo vom Rossmann für 99 Cent für meine Pinselreinigung. Wer noch nie einen Pinsel gereinigt hat, der sollte das auf jeden Fall einmal tun. Da verlinke ich dir dieses Video hier gerne mal. Da kannst du reinklicken, falls du keine Ahnung hast, wie man das macht oder wissen möchtest, wie ich das tue. Guck's dir an. Endgültig leer gemacht habe ich. Da ist zwar ein Mini-Tropfen noch drin, aber ich bin so froh, dass es jetzt endgültig vorbei ist. Ist das Herbal Essences strahlend sauber, versteht ihr, ausgleichende Pflegespülung. Sieht so aus mit... für normale Schnellfettnisse mit Zitrusblüten und Grüntee-Extrakten. Aha, 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 ja. Also, das sieht so aus. Ich fand es sehr unspektakulär, ehrlich gesagt. Ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Ob hier jetzt Silikone drin sind, keine Ahnung. Ich lese es mir jetzt auch nicht durch, googelt selber. Ich fand die Pflege jetzt nicht berauschend. Ich habe für mich entschlossen, dass ich versuche, von Spülungen an sich abzukommen und stattdessen mir Haarkur ins Haar zu knallen. Man siehe, sie sind total gewachsen. Ich bin auch total faul, was zum Friseurlaufen angeht. Ich möchte sie nicht abschneiden. Das heißt, ich muss wieder. Also, sie wären eigentlich fällig mit ein paar Spitzen. Aber sie haben gar nicht so viel Spliss, ehrlich gesagt. Dafür, dass ich fast jeden Tag glätte und föhne, geht es denen ganz gut. Also, sie sind noch vital, ja. Sie hängen ein bisschen runter.
Wieso ich? Warum bin ich mit solchen Katzen bestraft? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, komm, dein buschiger Schwanz. Zeig allen, dass du der größte King bist, ey. Jedes Mal, wenn ich ein Video drehe. Aber ihr seid ja schon seit Anfang an mit so gewohnt, gell? Habt ihr euch eigentlich schon mal meine ersten Videos angeguckt? Ich habe das letztes Mal getan, so aus Jux halber. Ey, was hab ich da für einen Scheiß gelabert, ey. Da bin ich voll das Gegenteil von dem, was ich jetzt bin, ja. Total mini-schüchtern und alles sowas. Leck mich wieder näher von uns. Ja. Dann, was habe ich leer gemacht? Hier, doppelt. Das eine habe ich nämlich per Zufall wieder gefunden. Von La Roche-Posay, meine Waschgele. Gels, Gele. Wayne interessiert's. Ich habe darüber, also zu diesen Produkten gehe ich nie groß ein, meine lieben neuen Abonnenten. Hallo. Dafür gibt es extra Videos, die ich euch gerne mal in die Infobox oder hier irgendwo verlinke. Da könnt ihr draufklicken, was Gesichtsreinigung für ölige, zu unreinheigende Haut, mein Sprachfehler lässt grüßen, Haut angeht. Da könnt ihr gerne reinklicken. Und Frage, habt ihr vielleicht Bock auf ein Update? Was dies betrifft, weil es hat sich minimal was so verändert, so aktuelle Sachen, oder soll ich die euch innerhalb des nächsten Favoritenvideos einfach melden? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, das wäre ganz cool. Ob ihr ein allgemeines Update-Video haben wollt, was Gesichtspflege und so angeht. Leck mich fett an die Äpfel und sag mal, hast du eigentlich hier einen Auftrag oder was ist los, ey? Springt hier rum, als ob hier irgendwie Gandalf hinter ihm wäre oder so, ja? Also, das sind auf jeden Fall meine Favoriten. Ich habe zwei wieder leer gemacht, weil ich das eine erneut wiedergefunden habe. Bin sehr zufrieden damit, kann es euch empfehlen. Leer gemacht habe ich, das interessiert mal wieder gar keine Sau, Kosmetikstäbchen von Lili B. Die gibt es im Rossmann. Die sind auf der einen Seite so, sieht aus wie so ein Paddel und die andere, das sieht so aus, ja. Also so spitz zulaufen wie so ein Pfeil. Finde ich ganz gut für Make-up-Korrekturen mit dem Eyeliner Wing. Sagt man ja so schön hier, ne? Finde ich ganz gut zum Korrigieren. Könnt ihr euch auch ins Nasenloch stecken oder auch ins Ohr. Geht auch, aber dafür wären sie mir zu teuer. Dann habe ich leer gemacht und das ist ein Produkt, was ich auch wirklich nachkaufen würde. Es ist von La Roche-Posay ein Fehlkauf gewesen, denn ich habe aus Versehen das falsche Produkt gekauft. Aus der Eva Klar-Reihe Haar. Bla, guckt es euch an. Das ist eine Gesichtstagescreme. Hier ist verhältnismäßig wenig drin. Also ich glaube, hier sind, was, wie viele Milliliter sind da drauf? 40? Für gut 15 Euro oder sowas. Ist aber auf jeden Fall für ölige Haut geeignet. Ich habe die gekauft und habe dann zu Hause gemerkt, so, das war wohl irgendwie nix, Sandra. Das war nicht das, was du wolltest. Stand aber für Oily Skin. Und zwar ist das dafür geeignet, wenn ihr ölige Unreinheit, leck mich fett, solche Haut hat weh, wo Pickels öfters dir mal Hallo im Spiegel gesagt, ja, ist es halt so, dass wir hauptsächlich, also ich gehe von mir aus, Produkte wählen, die das Gesicht meistens austrocknen. Jetzt um die Winterzeit, ich habe es ab und zu mal so getwittert oder sowas, dass ich das erste Mal gerade diese Phase habe, wo ich eine trockene Haut habe. Das bin ich gar nicht gewohnt, ehrlich gesagt, dass ich trockene Stellen, Flächen, Hektar in meinem Gesicht finde, die trocken sind. Und diese Creme, muss ich sagen, die war etwas reichhaltiger, hat aber trotzdem sehr gut, ist trotzdem sehr gut eingezogen. Man konnte auch mit 5 Minuten mehr Wartezeit morgens, bitte warten Sie, wunderbar danach seine Foundation oder BB-Creme auftragen. Also ich finde sie gar nicht schlecht für den Winter, kalte Jahreszeit. Für den Sommer würde ich sie mir jetzt nicht unbedingt ins Gesicht klatschen, da stehe ich mir auf was ganz Leichteres, weil ich sehr dermaßen glänze und schwitz und also von daher ist es trotzdem mein Favorit und auch froh, dass es alle ist, weil die Frühlingszeit ja jetzt wieder anbricht und von daher passt es idealerweise. Ich würde es mir aber auf jeden Fall nachkaufen für 15 Euro. Finde es natürlich schade, dass da wenig drin ist. Ergiebig, mäßig, mein Sprachfehler lässt erneut grüßen. Die Ergiebigkeit ist so Mittelmaß, würde ich sagen. Man braucht nicht viel, aber auch nicht unbedingt wenig. Boah, geht mir doch nicht auf den Sack, ey. Dann habe ich auch leer gemacht eine Zahncreme von Blendermed, die ich gar nicht schlecht finde. Es geht um die 3D White Luxe Brillanter Glanz, bla bla bla. Habt ihr bestimmt schon oft gesehen bei den verschiedensten YouTubern, dass die wirklich beliebt ist. Die soll die Oberflächenverfärbungen bis zu 80% entfernen in circa 2 Wochen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht sehr viele Verfärbungen, auch nicht auf den Oberflächen. Ich bin ein Schruppmeister. Das war jetzt sowas von zweideutig, aber was soll's? Wenn da mir irgendeiner unter das Video so einen Scheißdreck postet, ne? Hau ab! Das geht gar nicht, ja?
Also, ich, der Schrubbmeister. Dieser Schrubbmeister, also hier mit. Lassen Sie das, okay? Lassen wir es einfach. Das bringt dir nichts. Das Video ist eh versaut, also was soll's. Wenn ich dieses Produkt mit diesem kombiniere und mir in den Mund stecke und dann da kreisen. Sandra, du bist wie im Biounterricht. Ne, Busen und all sowas. Ganz ehrlich, steck mich fett an ihr. Das soll halt mal lustig werden. Ich finde die recht gut. Ich finde, sie hat einen sehr frischen Geschmack. Ich würde sie mir nachkaufen. Ich finde für 75 ml den Preis etwas zu teuer, ehrlich gesagt. Ich weiß den Preis nicht auswendig, aber ich hab mir auch gedacht, oh Gott, für das bisschen kostet aber ganz schön viel, ne? Ich glaube fast 3 Euro oder so. Ich müsste jetzt lügen. Ich habe keine Ahnung. Googelt mal oder guckt im DM nach oder so. Ey, ich war seit Wochen nicht mehr im DM. Wisst ihr, wie es mir gerade geht? Scheiße. Ich finde sie an sich nicht schlecht. Ob sie jetzt wirklich Oberflächen so arg so poliert, dass diese Verfärbungen weggehen, kann ich nicht bestätigen. Sagen wir mal, also ich weiß nicht, der eine oder andere, der kennt das vielleicht. Es gibt verschiedene Farbsysteme, so wenn man in der Zahnmedizin aussieht, ja, sich da rumschleicht. Dann ist in der Regel, die Bevölkerung hat die Farbe A3, ja. So in der Regel. Und ich habe A1. Das ist schon das hellste so, was es so aus dem A-Bereich gibt. Ich erkläre euch jetzt nicht alles, was das ist. Es gibt gelbstichige Zähne, es gibt graustichige Zähne, es gibt weißstichige Zähne, bla 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 bla. Wenn euch das sowas interessiert, könnt ihr gerne mal googeln oder bei eurem Zahnarzt nachfragen. Ich finde die gut. Ich würde sie mir wieder nachkaufen. Dieses Video wird wieder sehr lang, gell? Was soll's? Da ihr mich ja eh nur auf meine Stimme und auf mein Gebabbel reduziert, kann ich es mir erlauben, ne? Ich habe erneut leer gemacht, ein Deo von Garnier Mineral. Das Deo benutze ich schon seit Ewigkeiten, sage ich gar nichts mehr dazu. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich nicht mal wechseln soll. Ich habe rausgefunden, oder ja, der ein oder andere hat es von mir euch gesagt, das Wort fällt mir mal wieder nicht ein. Hier ist ein Inhaltsstoff drin, der irgendwas mit Silber zu tun hat. Ihr müsst mir jetzt nicht alle wieder unter das Video jetzt schreiben, wie dieser Inhaltsstoff heißt. Das reicht, wenn es einer macht, ja. Oder ihr wisst es bereits, der nicht so gut sein soll. Der hilft zwar gegen das Schwitzen und gegen Nässe hier unten drunter, soll aber so für die Gesundheit nicht so optimal sein. Deshalb würde ich mal nach einem anderen Deo Ausschau halten. Und da würde es mir helfen, wenn ihr mir eure Empfehlungen unter das Video postet in den Kommentaren. Was für ein Deo benutzt ihr? Wie zufrieden seid ihr mit dem? Was verspricht es? Und welches würdet ihr mir empfehlen? Ein weiteres Schrubbprodukt, was ich mir in den Mund stecke und jetzt Gott sei Dank wegkommt, ist dieses Teil hier, das ist eine Reisezahnbürste. Warum zeige ich euch das? Ich würde es euch nicht empfehlen, weil, also es ist A schon mal praktisch, weil man kann es da reinmachen, ja, und dann ist es in eurem Kosmetikbeutel, bla. Ich war ja während Weihnachten eine Woche lang weg und da habe ich gedacht, ja, nimmst du die und dann schmeißt du fort und dann ist gut, ja. Diese Borsten sind so steinhart, es tut so weh, sich damit die Gosch zu schrubben, ohne Witz. Die sind von Perlodent Med. Ich meine, diese Marke gibt es im Rossmann. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde diese Finger davon weglassen. Kauft euch eine Zahnbürste, wo so ein Plastikschutz nur für den Kopf da ist oder so, wo ihr mit transportieren könnt. Oder kauft euch eine komplett neue und schmeißt die dann halt weg. Irgendwie sowas. Ja, man muss das nicht unbedingt wieder mitnehmen. Aber das hier würde ich mir nicht nochmal kaufen. Das finde ich sehr, sehr, sehr schlecht. Ihr schrubbt euch damit das gesamte Zahnfleisch weg jetzt auf Dauer. Jetzt mal ohne Witz, ja. Da denkt man, du machst was Gutes. Scheiße, was? Im Urlaub habe ich natürlich auch dafür gesorgt, dass ich nicht allzu viel mitschleppe. Und deshalb habe ich gedacht, für diese eine Woche, die ich da bin, Haarkur, nehme ich keinen Bottich mit, kaufst du dir mal Proben, ja. Und da haben mich die von Glisskur eigentlich sehr angesprochen, weil A, wusste ich, dass dieses im Großformat sehr beliebt ist bei einigen YouTubern. Das hier habe ich mir geholt gehabt, weil ich das in rosaner Pumpspray-Sprühe habe, ja, damit war ich sehr zufrieden. Und die hier, war halt da gelegen, ja. Ich kann von euch, ich kann soweit sagen, ich kann keine von diesen drei hier empfehlen. Also die sehen so aus. Ich mag gar keine davon. Ich habe immer mehr mir in meine Haare reingepresst und gemacht und getan und ich habe keinen Effekt gesehen. Also es hätte auch gelangt, wenn ich nur meine Sprühkur nach dem Duschen reingemacht hätte. Es wäre vermutlich dasselbe rausgekommen. Deshalb bin ich ganz froh, die gekauft zu haben. Da tut es nicht weh, wobei ich fast einen Euro für so ein Ding schon fast irgendwie teuer finde, ehrlich gesagt. Ich würde es mir nicht in groß kaufen. Ich kann den Hype um diese Produkte leider nicht verstehen. I'm sorry, but it is so. Kurz und einmal gebraucht, das darf man eigentlich nicht als aufgebraucht Produkt zeigen, aber es gab im DM mal so eine Probe von diesem Adidas Shape. Bla, es ist ein Duschgel. Ich fand das, den Geruch eigentlich an sich gar nicht schlecht.
Es riecht frisch, so ein bisschen nach Orange. Ich bin ich bin nicht so gerade der Dusch-Junkie, wo es schaummäßig muss. Hauptsache, es macht hier und hier und ne, an gewissen Körperstellen sauber und frisch. Das langt mir. Es muss irgendwie sauber machen, ja? Das reicht mir. Von daher, ich habe noch so viel Duschgel hier rumstehen. Ich habe sogar welche von Playboy, die ich zugeschickt bekommen habe. Die konnte ich euch noch nicht mal zeigen. Aber die riechen so geil. Aber ich konnte sie noch nicht benutzen, weil ich so viele andere hier habe, die offen sind. Und die muss ich vom Umzug unbedingt leer machen, weil hier steht so viel Scheißdreck, ja? Und ich bin gerade dabei, so dermaßen auszusortieren. Also, das gibt's gar nicht. Die darf ich noch nicht anrühren. Aber das kann ich euch empfehlen, so vom Geruch her. Ich denke, das kann man mal ausprobieren. Das ist jetzt aber, wie gesagt, ich bin nicht habe keinen Anspruch darauf, wie es sein muss. Dann ein Make-up-Produkt, wo ich euch abraten kann, dieses Geld zu investieren, obwohl ich weiß, dass es einige geben wird, die das Produkt mögen. Es geht um den The Pore Professional Benefit bla bla bla. Also es geht um dieses Produkt hier im Kleinformat, das ist von Benefit. Und das ist ein porenverfeinerndes Silikonbombenteil, was man sich hier drauf macht, bevor man seine Foundation oder so aufträgt, was das Hautbild an sich verfeinern soll. Ah, diesen Job tut es. Also wenn ich mir überlege, ich hatte mal das von L'Oreal und auch das von Catrice. Das von L'Oreal, das hat wesentlich mehr verfeinert als das hier. Das von Catrice ist ungefähr gleich mit dem. Die Konsistenz ist nicht die gleiche, aber der Effekt auf der Haut ist fast gleich. Von daher würde ich sagen, gib das kostet im Großformat über 30 Euro, gib das nicht aus, holt euch lieber den Bottich von Catrice und testet den erstmal, ob das überhaupt für euch was ist. Für ölige Haut muss ich sagen, lasst die Finger davon weg, weil A, es rutscht euch danach alles weg. Wirklich alles. Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles, ja. Weder BB-Cream noch Foundation hat darauf gehalten. Ich habe nur im Spiegel geguckt und gedacht, leck mich fett, siehst du scheiße aus, ja. Also, das war bei mir in so einem Set halt mit drin, was ich hier noch irgendwo rumliegen habe. Ich finde das nicht in Ordnung. Deshalb finde ich ganz gut, dass Benefit ab und zu so Sets hat, wo das in Proben drin ist. Spart euch das Geld. Also holt euch lieber so ein Set insgesamt für 30 Euro, wo ihr mehr Produkte habt und dann vergleichen könnt, ob es sich lohnt. Dann habe ich erneut leer gemacht von Helena Rubinstein, die Lash Green Sexy Blacks Mascara. Ihr wisst, dass ich die hochgelobt habe. Das Bürstchen entspricht einem 90-60-90 Format, also nicht unbedingt mir. Warum ruhig rieche ich da dran? Was soll's. Hier, Bart. Ich finde sie nach wie vor gut. Aber, jetzt kommt das Aber. Also das ist die zweite, die ich mir nachgekauft habe. Mir gefällt das nicht, wie schnell sie leer geht. Das ist mir persönlich irgendwie, also ich weiß nicht. Wenn je älter sie wird, umso schwieriger wird es, das Wimpernergebnis wieder zu erzielen, wie es am Anfang ist. Also der Anfang ist gut und je älter sie wird, also je mehr Produkt verloren geht und sie mehr eintrocknet, wird es umso schwieriger, die Wimpern an sich auszufächern. Deshalb muss ich dann meistens noch ein, zwei andere Mascaras benutzen. Ja? Das ist nicht Sinn der Sache, finde ich. Von daher weiß ich ja, dass es jetzt gerade überall Sortimentsumstellungen war und jetzt warte ich natürlich auch auf die ersten Reviews und gucke erstmal, dass ich den Rest meiner Mascara-Sammlung aufbrauche. Und vielleicht habt ihr ja schon von dem neuen Sortiment was getestet und könnt es mir empfehlen. Und sagt jetzt bitte nicht Essence I Love Extreme die neue. Ich bin total am Überlegen, ob ich mir die hole. Aber wenn die mir bei mir auch hier krümelt, ey, das regt mich so auf. Es tut mir leid, das kann ich nicht haben. Das mag ich nicht. Man kann sie sich mal holen. Ich finde sie in Ordnung. Wer einen großen Mascara-Verschleiß hat, der wird, ich könnte behaupten, alle 6 bis 7 Wochen hinrennen müssen, um sich das zu holen. Da finde ich 30 Euro persönlich zu teuer. Generell ist es teuer, man braucht es nicht. Es gibt genügend Mascaras, die dasselbe Ergebnis mit Sicherheit auch hinkriegen. Ich fand die trotzdem sehr genial. Ich kann sie weiterempfehlen, aber es geht zu schnell leer. Ein weiteres Wimpernprodukt, was nun leer ist, ist das, wie es ein LE-Produkt von P2, die Viva Argentina Precious Lash Base. Ich fand die an sich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Das ist also eine weiße Base, die ihr vorher auf eure Wimpern drauf macht und dann kommt halt eure Wimperntusche drauf. Wie ihr seht, das Bürstchen an sich ist sehr dicht gemacht. So macht es, finde ich, es sehr schwer, je öfter ihr das Ding benutzt, das auf eure Wimpern aufzutragen. Und das Ding hier, also, das sieht ordentlich am Arsch aus. Es ist es auch. Und von daher finde ich es schade. Es ist ein LE-Produkt, das gibt es nicht mehr, klar. Ich weiß auch nicht, ob es das im neuen Sortiment gibt vom P2. I don't know. Für den Preis an sich kann man nicht meckern. Klar.
Allerdings ist mir aufgefallen, als ich die benutzt habe, weil jetzt, wo ich sie nicht mehr benutzen kann, sind meine Augen nicht mehr so oft, dass es so was drinsteckt irgendwie. Das heißt, ich vermute, diese Fasern, die hier manchmal mit drin sind, das heißt manchmal, die sind hier mit drin, haben meinem Auge nicht gut getan. Also vermute ich, dass das für Kontaktlinsenträger gar nicht geeignet ist, ehrlich gesagt. Ich würde vorschlagen, ich weiß nicht, ob es sowas in der Drogerie nochmal gibt, dass ihr euch da durchtestet. Da kann ich leider nicht viel dazu sagen, außer dass ich sie vom Ergebnis her gar nicht schlecht fand. Es gibt es jetzt nicht mehr und es kann aber auch Nachteile haben. Leer gemacht habe, ich weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe, zwei leer zu machen von Rivalde Loop Young, sind das die Eyeshadow Bases Töpfchen, die man auch benutzen kann im Anschluss, wenn man sie sauber macht für Pigmentabfüllung. Das heißt, ihr kauft euch ein MAC Pigment, teilt es durch drei, macht es hier rein, fertig, aus Ende. Kostet für jeden nur, keine Ahnung, 7, 8 Euro. Ich finde diese Base wirklich gut. Ich weiß, einigen gefällt sie nicht. Ich komme damit wahnsinnig gut zurecht. Ehrlich gesagt, bei mir creased gar nichts, bei mir verschmiert nichts, bei mir hält alles wunderbar, weil ich genau die richtige Menge an sich benutze. Ich finde sie gut. Sie verstärkt die Farben. Ich weiß, dass einige momentan zu dieser Essence Base wechseln, also die in der blauen Tube, die habe ich auch. Da kommen dann einige und sagen so von wegen Sandra, die ist für Pigmente und da passiert gar nichts. Jetzt aber mal ohne Scheiß. Ein Pigment soll halten, das ist ein loser Lidschatten. Aber ein Creme-Lidschatten, der richtig Bombe hält und darauf aber creased, da kann was nicht stimmen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja? Also da kannst du mir kommen, von wegen, das ist nur für Pigmente gedacht. Ja, da muss doch sowas erst recht halten, meiner Meinung nach. Ja? Also von daher, mit der hier passiert überhaupt nichts. Ich kann es empfehlen, ich würde es mir immer wieder nachkaufen. Probiert es aus, 2 Euro tun nicht weh, wenn sie nichts für euch ist. Ja, mein Gott, 2 Euro. Dann habe ich leer gemacht von, das muss man mal wieder aufrollen hier, von La Roche-Posay, meine Tagescreme. Dazu sage ich auch nichts mehr, guckt am besten ins Video rein. Benutze sie nach wie vor immer noch sehr gerne. Da erläutere ich viel mehr dazu zu dem Thema. 3 Produkte, dann haben wir es geschafft. Leer gemacht habe ich auch von Essence die I Love Stage Eyeshadow Base. Ich benutze die nicht für die Augen, sondern für die Haltbarkeit meines Concealers. Es ist jetzt leer, da kommt jetzt auch nichts mehr raus. Klar, ich kann es aufschneiden, ich habe keinen Bock, keine Zeit, bla. Ich finde sie gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, für die Haltbarkeit des Concealers, weil der hält, Verzeihung, viel länger. Er verkriecht sich nicht in die Fältchen, wobei ich immer generell empfehle, einen Concealer in flüssiger Form für unter das Auge zu benutzen, weil es einfach viel besser meiner Meinung nach hält und danach mit einem transparenten Puder zu fixieren. Braucht man sie jetzt unbedingt? Also für die, die dieses Problem haben, kann ich sie empfehlen, das mal auszuprobieren. Weil ihr macht euch ja auch eine Lidschattenbasis aufs A, damit euer Lidschatten hält. Warum soll das gleiche nicht mit eurem Concealer nicht funktionieren? Also sie deckt sogar ein bisschen, vielleicht reicht das dem einen oder anderen sogar schon. Probiert es aus. Also ich finde sie dafür gar nicht so schlecht. Für meine Augen allerdings, bei mir funktioniert diese Eyeshadow Base zum Beispiel gar nicht. Leer gemacht habe ich von Clinique die All About Eyes. Das ist eine Probe von meiner Lieblingscreme momentan. Die ist ratzebutze leer. Hier waren 5 Milliliter drin. Ich habe sie immer noch jetzt drüben in Benutzung. Ich benutze sie sogar tagsüber momentan zur kalten Jahreszeit, was ich gar nicht von mir gewohnt bin, ehrlich gesagt. Ich könnte sogar darauf momentan schwören, noch mehr Pflege abzuhaben und bin da kurz davor auch noch die All About Eyes Rich zu kaufen. Die ist ein bisschen reichhaltiger als diese hier. Kostenfaktor dafür für 35 Euro. Oh, das ist so... Ja, braucht man das? Keine Ahnung. Also bis jetzt war es für mich die einzig beste Augencreme, die ich je in meinem Leben hatte. Also von daher, ja, ich brauche sie. Und als letztes leer gemacht habe ich auch eine Probe von Clinique. Und zwar ist das eine, ich lese mal vor, Extended First Relief Gel Cream, keine Ahnung. Den Rest kann ich doch nicht lesen. Also sie sieht so aus. Das ist eine Tagespflege und zwar hatte ich ja immer so ein Set gekauft, da waren die hier mit drin für 12 Euro. Manchmal bietet Clinique solche Tests an, da war auch noch so eine getönte Tagescreme drin, die momentan viel zu dunkel für mich ist, also kann ich gerade nicht benutzen. Das war eine Tagescreme. Oder was heißt Tagescreme? Ja, es war eine Creme. Und erst habe ich gedacht, habe ich die total ignoriert, dann habe ich sie ab und zu mal benutzt, weil die andere leer war. Und je öfter ich die benutzt habe, die hat mir sogar ein Weilchen gehalten, habe ich gemerkt, dass mein Gesicht irgendwie total straff, strahlend, gesund und viel weniger Unreinheiten besitzt. Also irgendwie bin ich der Meinung, dass es von dieser Creme herkam, weil das war das Einzige, was ich zu diesem Zeitpunkt
außer meiner täglichen Routine benutzt habe. Ich bin auch kurz davor zu überlegen, ob ich die kaufen soll, weil ich fand die echt nicht schlecht. Die war auch nicht sehr reichhaltig, also ideal für ölige Haut. Unreinheiten habe ich davon nicht bekommen, also ich kann sie empfehlen. So sieht sie auf jeden Fall aus, falls euch die interessiert und ihr auch ölige bis Mischhaut habt, wäre die vielleicht sogar was für euch. Von daher, ich weiß es noch nicht. Vielleicht hatte jemand von euch und kann mir dazu nochmal was sagen. Das war es jetzt mit meinem Aufgebraucht-Video. Es war mal wieder lang wie noch was, aber ihr mögt es ja. Ne? Hauptsache Sandra redet. Was soll's? Gerne. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare halt nochmal schreiben, wie ihr das momentan so findet an sich. Was heißt findet? Was? Jetzt habe ich sogar meine eigene Frage vergessen. Ja, scheiß drauf, was soll's. Ja, das war's so im Großen und Ganzen mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock auf andere Aufgebraucht-Videos habt, ich habe meinen Kanal, wobei da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich habe verschiedene Playlists erstellt. Da gibt es auch eine Aufgebraucht-Reihe. Aber irgendwas ist schiefgelaufen. Da sind manchmal Videos drin, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Warum das so ist, keine Ahnung. YouTube fuckt mich ab, ohne Scheiß, ja? Was das angeht. Da könnt ihr gerne vorbeigucken, wenn ihr Lust darauf habt, auf lange Aufgebraucht-Videos. Die sind auf jeden Fall alle da. Da erzähle ich auch von meinem milden Reinigungsschaum. Also es würde mich auf jeden Fall freuen, falls ihr Videovorschläge habt, die ihr gerne sehen möchtet in der Zeit, versuche ich die nach wie vor abzudrehen. Wobei, ganz ehrlich, ich komme seit fast 3 Wochen nicht mehr dazu zu drehen. Und das merkt ihr leider ja auch am Rhythmus des Uploads. Es tut mir leid. Das Licht, ich muss mich ja wieder beschweren. Es ist nicht anders möglich. Ganz ehrlich, fress oder stirb. Es ist einfach mal so. Klare Ansage jetzt. Entweder du hörst mir zu, guckst zu, hältst die Klappe oder du bestellst mir mein Equipment, schickst es mir zu, nehme ich auch gerne an, ja. Oder du gibst dich jetzt einfach mal damit ab. Ich bin kein Professional-Dingsbums, ja, so ist es auch nicht. Fertig, aus Ende. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch, fühlt euch jetzt bitte nicht angemotzt, ja. Also man kann es ja auch empfindlich übertreiben, ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich versuche jetzt noch das ein oder andere Video noch zu drehen für euch und hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss!